wir wieder da sein. Hello. So, ich hoffe, ihr habt alle einen guten Platz gefunden. Ihr habt alle euer Getränk. Ja? Ja? Nein? Ich glaube, hier kann man noch ein bisschen aufrutschen, wenn ihr von hinten vor wollt oder so. Oder? Hier sitzt, glaube ich, niemand. Wir machen das hier jetzt so mit der Platzanweisung, wie im Flugzeug. Da sieht es auch aus, wenn da noch Plätze frei wären, wenn ihr also von da hinten ganz nach vorne wollt. Und ganz vorne ist bei einer Drag-Show ja immer am besten. Wer weiß, was euch dann hier an extra widerfährt hat. So, habt ihr alle eure... Irgendwas ist gleich falsch. Habt ihr alle eure Dollar bekommen? Ja. Einmal alle die Dollar in die Höhe. Ja? Sind noch wenige. Gut, aber ihr habt die zumindest theoretisch. So. Wer von euch ist denn zum allerersten Mal hier? Einmal bitte die Hände. Das war jetzt ein Fehler. Ihr sitzt ganz vorne und meldet euch direkt. Wie seid ihr hierher gekommen? Wie heißt du? Philipp. Hallo Philipp. Du weißt schon, dass du jetzt heute leiden musst bei uns. Wir werden alle zu dir nach vorne kommen. So, damit ihr alle, auch wenn ihr das erste Mal da seid, wisst, wie das hier abläuft. Wir machen heute Show. Wenn ihr in der Vergangenheit da wart, wir haben teils schon eine Fernsehsendung gezeigt. Das wird in Zukunft, so wie es momentan aussieht, nicht mehr der Fall sein. Ja, ihr müsst jetzt RuPaul's Drag Race immer schön auf Netflix gucken. Bei uns geht das leider nicht mehr. Die Show ist so erfolgreich und die GEMA ist schon wieder teurer geworden, sodass wir jetzt das Ganze ohne Fernsehsendung machen. Das heißt, ihr habt uns heute ganz für euch alleine. Genau, und die Doll... Ich sollte nicht so weit nach hinten, ne? Ihr habt die Dollar deswegen bekommen, weil wir das Ganze ein bisschen interaktiver machen, ne? In den USA läuft es bei den Drag-Shows immer so, dass ein guter Teil von dem Gehalt die Ladies nur durch Trinkgeld bekommen. Und da wir keine Lust haben, von euch mit irgendwie 5-Cent-Stücken beworfen zu werden, und auch nicht mit 2-Euro-Stücken, habt ihr hier die Zettel, ne? Extra schön designt und gedruckt, und ihr dürft die jetzt zerknüllen und uns entgegenwerfen oder geben, oder wir holen die von euch ab oder wie auch immer. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr uns natürlich gern mit weiterem Trinkgeld unterstützen, dass ihr in solche Zettel investieren könnt. Das macht das Ganze für euch spaßiger und für uns spaßiger. Und deswegen sind wir hier, oder? Wir werden soweit loslegen. Ich würde euch jetzt mal die Mädels des heutigen Abends vorstellen. Yes, hello. Mein Name ist Vara Wild. I'm Applaus. Ich hoffe, ihr habt alle eure Fotos gemacht. Wie gesagt, so schön wird es nie wieder. Ab jetzt geht's bergab. Wir leiden gemeinsam. So, wir haben heute auch für euch da Miss Rachel Intervention. Unsere Queen of Comedy and Stupid Mixes. Wir haben unsere Bombshell Sir. Yes, ma'am. Extra für euch aus dem Bett gekrabbelt. Wir haben unsere... Ausnahmsweise, das kostet extra. Wir haben unsere schwarze Hexe für euch, Misty Day. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein klein bisschen Satanismus. Und dann haben wir unsere Voguing Queen, Luna Legend. Das ist euer Moment für ein Gruppenfoto. Und zu spät. Sorry, ihr wart nicht ready. Also, habt ihr Bock auf eine geile Show? Denkt dran, nachher nicht nur uns zu tippen, sondern auch die Leute an der Bar. Die machen das alles ehrenamtlich. Wenn ihr aufs Klo müsst, einmal hinter die Bar. Die Ausgänge befinden sich links und rechts im Flugzeug. Und let's go. Und den Anfang macht für euch heute, gerade weil sie frisch aus dem Bett ist, Sir.